So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Stunde zur Erörterung. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben bei der Hausaufgabe. Da habe ich jetzt schon einige mir durchgeschaut. Noch war nicht Abgabetermin, aber ich habe schon einige. Und was ich gesehen habe, hat natürlich prima funktioniert. Ist ja klar. Was habt ihr gemacht zuletzt in dieser Hausaufgabe? Ihr habt diese Frage bearbeitet, soll ein verpflichtendes Kindergartenjahr, also das letzte vor der Grundschule, eingeführt werden. Verpflichtend ein Kindergartenjahr. Ihr habt dazu ein paar Texte gekriegt und da waren ja schon eine Menge von Argumenten drin. Also selbst wer gar keine Idee gehabt hätte, hat aus diesen Materialien da schon eine Menge rausholen können. Und ihr werdet gemerkt haben, wenn ihr diese Materialien liest, dann kriege ich da Argumente, die mich schon selber zum Denken bringen. Na, wo ich mir beim Lesen vielleicht schon denke, nee, das ist keine gute Idee oder das finde ich toll aus diesen und jenen Gründen. Also, es war sicher kein Problem, das habe ich schon in den Hausaufgaben gesehen, da Argumente rauszuholen. Und es war sicher, soweit ich gesehen habe, in den Hausaufgaben auch kein Problem, das Ganze zu ordnen. Das Ganze also im Kopf nach Oberbegriffen zu ordnen. Ich habe ja nur euer Gesamtergebnis gesehen in der Hausaufgabe, mehr brauche ich ja auch gar nicht. Ich habe nicht gesehen, wie ihr dazu gekommen seid, aber ich gehe mal davon aus, ihr seid diesen Weg gegangen, wirklich Stoff sammeln, erstmal ganz frei zu machen. Das ist wichtig, damit möglichst viel an Stoff zusammenkommt. Dann einfach das, was man nicht brauchen kann, wegschmeißen und den Rest ordnen in nette Kisten, also Oberbegriffen, die ich dann nach Pro und Contra ordnen kann. So, wenn ihr eine Schulaufgabe schreibt, wenn ihr je wieder da seid, schreibt ihr eine Schulaufgabe, eine Erörterung, dann werdet ihr eine Erörterung schreiben, wo ihr für Pro und für Contra jeweils zwei Argumente braucht. Das heißt, von den Argumenten, die ihr jetzt gefunden habt, braucht ihr eigentlich nur einen Teil tatsächlich, nämlich die besten zwei oder die besten zwei dagegen oder dafür. Ihr habt mit Sicherheit sehr viel mehr gefunden. Hier, bei so einer Frage wie diesem Kindergartenjahr, da gibt es so viele verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen, finanzielle und persönliche und gesellschaftliche und politische und schulische und so weiter. Da habt ihr sicher viel mehr gefunden. Sucht euch die beiden besten aus und wenn ihr diese Schulaufgabe wirklich schreiben würdet, dann wärt ihr jetzt ungefähr bei der Hälfte der Arbeitszeit. Das ist mir ganz wichtig, euch klarzumachen, jetzt ist die Hälfte der Arbeitszeit fast rum und ich habe noch nicht mal was geschrieben. Aber ich habe schon alles im Kopf. Nehmt euch diese Zeit, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht, ich weiß schon, wenn man in der Schulaufgabe ist, will man sofort anfangen, ne, und was aufs Blatt bringen. Aber wenn man da anfängt, sofort wie verrückt zu schreiben, das wird nicht gut. Nehmt euch diese Zeit vorher, genau nachzudenken, was ihr da macht und genau nachzudenken, welche Aspekte ihr habt und welche ihr besonders gut oder weniger gut benutzen könnt. Okay, so, aber im Grunde heißt es, eigentlich nach dieser Arbeit habt ihr alles im Kopf und seid jetzt in der Lage, im Ganzen das zu gliedern. Eigentlich habt ihr das ja schon gemacht. Diese Stoffordnung ist nichts anderes als eine Gliederung. Ich zwinge euch dazu, wir Deutschlehrer haben das so beschlossen hier an der Schule, wir zwingen euch dazu, diese Gliederung hinzuschreiben. Warum? Sie wird abgegeben, sie wird nicht benotet. Aber wir zwingen euch, die hinzuschreiben, gebt die mit ab. Warum zwingen wir euch dazu? Das ist ja wieder ein bisschen Schreiberei. Einfach deswegen, weil diese Gliederung wichtig ist. Denn das ist der gedankliche Leitfaden. Das ist euer Plan, euer Schreibplan, nach dem ihr jetzt dann vorgehen werdet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass bevor ich anfange zu schreiben, mir dieser Schreibplan, diese Gliederung, einfach nur ein anderes Wort dafür, wirklich klar ist. Da geht es nicht darum, dass ich das benote, ich will es gar nicht genau lesen, bin froh, wenn ich es nicht anschauen muss. Aber wichtig ist es für euch, dass ihr das hinschreibt, um deutlich diesen Schreibplan im Kopf zu haben, diese Gliederung, bevor ihr anfangt zu schreiben. Das Ding ist einfach zu machen, dieser Schreibplan, wenn jetzt an dieser Stelle nach Stoffsammlung, Texten lesen, Nachdenken, Stoffordnung, an der Stelle habt ihr ja alles im Kopf. Wie soll diese Gliederung, also dieser Schreibplan ausschauen? Ich habe es jetzt einmal mal durchnummeriert, das kann man so durchnummerieren, das kann man anders durchnummerieren. Ist im Grunde egal.
Am Anfang wird stehen eine Einleitungsidee, die habe ich mal in Klammer gestellt. Da steht natürlich nicht Einleitungsidee, sondern da steht irgendeine Idee. Darüber reden wir dann später, wenn wir uns mit der Einleitung beschäftigen. Wichtig ist der Hauptteil, nämlich erstens die Frage, ist ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr sinnvoll? Das ist die Frage. Schreib das hin, das ist so wichtig, dass ich mir immer im Kopf behalte, was genau ist die Frage. Nämlich ein Jahr, letztes Jahr, verpflichtend. Na? Wenn ich eins davon weglasse, dann ist es eine andere Erörterung. Die Frage ist nicht, ob der Kindergarten sinnvoll ist, sondern ob es sinnvoll ist, das verpflichtend zu machen. Die Frage ist nicht, ob es sinnvoll ist, das 3 Jahre verpflichtend zu machen oder nur einen Monat, sondern ob es ein Jahr lang sinnvoll ist und so weiter. So, und danach kann ich natürlich mit meinen Behauptungen anfangen. Erstens, römisch 1, habe ich es jetzt nochmal gesehen, ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr ist sinnvoll. Erste Möglichkeit. Ich habe jetzt einfach mal Argumente genommen, nur damit man es mal sieht. Aus euren Hausaufgaben, die hat mit Sicherheit jeder so oder so ähnlich gefunden. Ein gutes Argument, das ich gelesen habe, ist zum Beispiel ein gesellschaftlicher Aspekt. Nämlich alle Schüler in Deutschland werden dann gleich gefördert, alle sind auf dem gleichen Stand und das ist für den Unterricht natürlich sehr gut. Wenn also in der ersten Klasse der Grundschullehrer, die Grundschullehrerin beginnt, hier den Unterricht zu machen, dann sind alle ungefähr auf dem gleichen Stand. Das ist natürlich gut für den Unterricht. Und es ist gut für die Gesellschaft, dass alle was lernen, weil, jeder hat was davon. Wenn die Schüler schlau sind, dann wenn sie schlau sind, werden sie mal ein gutes Abitur machen, so wie ihr, werden sie einen guten Job haben, werden nicht arbeitslos, sondern werden eine Menge Geld verdienen, eine Menge Steuern zahlen und so weiter. Also, das haben ganz viele, einige von euch so geschrieben. Ne? Das macht auch Sinn. Also, erster Punkt, gesellschaftlicher Aspekt. Alle werden gleich gefördert. Zweitens, überschneidet sich ganz leicht, es ist ja auch ein persönlicher Aspekt. Jeder Einzelne hat Chancen, kein Einzelner bleibt zurück. Denkt zum Beispiel, in einem Text war die Rede von Kindern, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufwachsen. Na? Wenn ich nicht richtig Deutsch kann, dann bin ich in der ersten Klasse schon der Verlierer. Das ist völlig klar. Na? Wenn ich nicht mal richtig Deutsch kann, dann weiß ich am Ende der ersten Klasse schon, der hängt schon hinten dran, weil er einfach nicht die gleiche, persönlich nicht die gleiche Chancen hat. Also ganz persönlicher Aspekt, ich gebe jedem die gleichen Chancen, weil ich jeden dazu zwinge, im letzten Kindergarten ja da zu sein und das halt aufzuholen, was mir fehlt. So, das war die erste Behauptung. Ist ein verpflichtendes Kindergartenjahr sinnvoll? Ja, es ist sinnvoll. 2 Argumente dazu. Römisch 2. Nein, ein verpflichtendes Kindergartenjahr ist nicht sinnvoll. 2. Möglichkeit. Und wieder habe ich 2 Argumente. Brauche ich 2 Argumente? Erstens mal wieder ein persönlicher Aspekt. Ihr seht, ich kann das hier schon machen. Es ist halt ein anderer persönlicher Aspekt. Persönlicher Aspekt. Ein solches verpflichtendes Kindergartenjahr schränkt die Freiheit der Eltern ein und die Freiheit des Schülers. Vielleicht wollen die Eltern das gar nicht. Vielleicht wollen die Eltern das selber mit ihm zu Hause machen. Vielleicht wollen die das aus anderen Gründen nicht. Na? Also ich schränke die Freiheit dieser Leute ein. Das ist ja eigentlich ein Freiheitsland. Na? Und ich darf selber entscheiden, ob ich den Stuhl hier kaufe oder nicht. Ob ich mein Kind in den Kindergarten schicke oder nicht. Ob ich in den Bayernpark fahre oder nicht. Na? Zu manchen Sachen zwingt uns der Staat, Schulpflicht zum Beispiel. Könnte man auch darüber diskutieren, ist aber nicht unser Thema. Aber das ist so ähnlich. Ne? Zur Schulpflicht zwingt er mich. Warum soll er mich zum Kindergarten zwingen? Ne? Also es ist eine Einschränkung der Freiheit. Völlig klar. Zweitens, ein gesellschaftlicher Aspekt. Habe ich bei ganz vielen gelesen, bei fast allen. Ein gesellschaftlicher Aspekt. Man könnte auch sagen, finanzieller Aspekt. Es sind hohe Kosten. Ich habe Hunderttausende von Kindern, die ich jetzt vorher gar nicht im Kindergarten hatte, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt kommen die, weil sie müssen. Das kostet natürlich eine Menge Geld. Ich brauche Kindergärten, ich brauche Häuser, ich brauche Spielsachen, was die nicht alles haben. Das kostet alles eine Menge Geld. Entweder die Eltern oder den Staat. Wenn ich die Leute dazu zwinge, dann muss ich es im Grunde letztlich bezahlen als Staat. Also wie auch immer, es entstehen hohe Kosten. Das ist ein klarer Nachteil der Sache. So, ihr seht,
Das ist die Gliederung der Schreibplan, den ihr immer im Kopf haben solltet bei unseren Erörterungen. A, Einleitung ist extra. Ne? B, also die Frage, ist ein letztes Kindergartenjahr verpflichtend sinnvoll? Erste Möglichkeit, ja, es ist sinnvoll. Zweite Möglichkeit, nein, es ist nicht sinnvoll. Und jeweils zwei Argumente dazu. Genauso macht es bitte in der Schulaufgabe. Ja? Themenfrage, Antwort 1, es ist sinnvoll. Vorteile, Antwort 2, es ist nicht sinnvoll. Nachteile. Und jeweils zwei Argumente dazu. Da könnt ihr jetzt alles reinpacken, was ihr bis zu diesem Zeitpunkt in der Stoffsammlung, in der Stoffwartung gemacht habt. Am Ende, da kommen wir nochmal, das machen wir nochmal extra natürlich, sollt ihr abschließend eure Meinung darstellen. Wie seht ihr das jetzt? Ich habe jetzt Argumente dafür und ich könnte noch mehr anführen, brauche ich aber gar nicht, ich brauche nur zwei. Aber was ist jetzt eure Meinung? Was sollte man tun? Ich kann entweder sagen, ja, ich finde das sinnvoll. Oder ich kann sagen, nein, ich finde es nicht sinnvoll. Oder die intelligenteste Lösung, die würde ich empfehlen, irgendeine Art von Kompromiss vorzuschlagen zum Beispiel. Ja. Das ist im Grunde ein bisschen zu billig zu sagen, ja, finde ich gut, die Argumente überzeugen mich. Naja, okay, das ist ein halber Satz und ein langweiliges Ende. Ne? Besser wäre es zum Beispiel, irgendeinen Kompromiss vorzuschlagen. Ja, man macht es verpflichtend, aber die Eltern müssen es nicht selber zahlen. Oder ja, man macht zur Pflicht, aber vielleicht nur ein halbes Jahr, wenn die Leute nicht wollen. Und so weiter. Alles Mögliche ist eure Sache. Aber diesen abschließenden Teil machen wir nochmal. Ihr seht, der Großteil, der eigentliche Hauptteil, das ist natürlich das hier, die zwei Statements, die zwei Thesen, die zwei Behauptungen, ja, es ist sinnvoll, nein, es ist nicht sinnvoll, mit jeweils zwei Argumenten. Das ist natürlich der allergrößte Teil, mit dem wir uns jetzt erstmal beschäftigen. Denn diese Gliederung schnell hinzuschreiben, die wird nicht bewertet. Na, da muss ich nicht jetzt auf jede Formulierung achten. Es ist wichtig, dass es nur ein Leitfaden für euch ist, damit ihr im Kopf habt, was ihr jetzt dann macht. Jetzt beginnt der letzte Schritt. Eines noch vergessen natürlich. Gut, dass ich es hier stehen habe. Beachtet bitte die Reihenfolge. Ihr habt jetzt vielleicht schon mitgedacht, hoffentlich. Ein Kindergarten ist sinnvoll, ein Kindergarten ist nicht sinnvoll. In welcher Reihenfolge mache ich das? Fange ich damit an oder damit? Also 1-2, römisch 1-2, in welcher Reihenfolge mache ich das? Logischerweise, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, römisch 2 sollte eher eure Meinung sein. Denn wenn ich hier meine Meinung habe, ein Kindergartenjahr ist nicht sinnvoll, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn ich hier in römisch 2 darstelle, es ist nicht sinnvoll und dann kommen ganz tolle Gründe. Und dann komme ich zu meiner Meinung, warum es eben nicht sinnvoll ist und dass ich das eben auch so sehe. Ja? Ungeschickt wäre es, wenn ich damit aufhöre und dann sage, ja, aber ich bin trotzdem dagegen. Ja? Das ist nicht sehr geschickt. Das macht ihr auch im täglichen Leben nicht. Wenn ihr irgendwas diskutiert mit Freunden oder Verwandten, da macht ihr das ganz automatisch, dass ihr natürlich erst die Argumente bringt und dann zack eure Meinung draufklebt. Deswegen sehe ich das so. Also, die Reihenfolge hängt ganz von euch ab, je nach eurer Meinung sollte also römisch 2 eher eurer Meinung entsprechen. Wenn ich hier irgendeinen Kompromiss vorschlage, was ganz was anderes, dann ja, macht es nach Gefühl, was halt einfach besser passt. Da gibt es kein richtig oder falsch. So, jetzt aber, wo ich vorher schon in meinem Furor hin wollte, jetzt geht es ans Ausführen, jetzt geht es endlich ans Schreiben tatsächlich. Insgesamt stelle ich ja 4 Stück Argumente da, 2 dafür, 2 dagegen, 2 für das Kindergartenjahr, 2 gegen dieses verpflichtende Kindergartenjahr. Und alle diese 4 Argumente muss ich ausführen. Wie führe ich ein Argument aus? Da kommen wir jetzt zum Hauptteil dieser Stunde und dann natürlich, ihr ahnt es schon, zu einer Hausaufgabe. Erstmal ganz kurz, Überlegungen. Was soll diese Ausführung bringen? Das ist wichtig. Wenn ich mir überlege, wie gestalte ich die? Was ist das Ziel der Ausführung? Erstens, soll ich für diese Behauptung, ein Kindergartenjahr verpflichtend ist sinnvoll, für die Behauptung einen überzeugenden Grund anführen? Das sind diese Argumente, die wir vorher hatten. Habe ich ja alles schon im Kopf.
Ich muss diesen Grund erklären. Ich muss erklären, warum er so wichtig ist. Und ich muss zeigen an dem Beispiel, dass es wirklich überzeugen kann. Mit anderen Worten, eine Ausführung, jedes einzelne Argument führt dir aus in mehreren Schritten. Das kennt ihr aus dem letzten Jahr von der begründeten Stellungnahme. Ist ja nicht neu. Neu ist nur in diesem Jahr, dass wir beide Seiten betrachten. Trotzdem, nochmal zur Wiederholung vom letzten Jahr. Diese Elemente sollten da sein. Diese Elemente sollten da sein, müssen da sein. Erstmal muss ich sagen, was meine Behauptung ist, das ist ja klar. Zweitens muss ich einen Grund anführen und dann aber nicht aufhören. Ein verpflichtendes Kindergartenjahr, letztes Kindergartenjahr, ist nicht sinnvoll, weil dadurch hohe Kosten entstehen. Punkt. Ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr ist nicht sinnvoll, weil dadurch hohe Kosten entstehen. Nicht aufhören jetzt. Nicht aufhören jetzt. Jetzt muss ich das erklären. Warum entstehen hohe Kosten? Denn ich brauche Kindergärtner, ich brauche Möbel, ich brauche Spielsachen, ich brauche Strom, ich brauche Wasser, ich brauche einen Hausmeister und so weiter. Ich muss erklären, warum ist dieses Argument so wichtig? Also hier erkläre ich, warum ist das so? Warum entstehen hohe Kosten? Hier erkläre ich, warum sind diese hohen Kosten so wichtig? Warum ist dieser Grund so wichtig? Naja, warum ist dieser Grund so wichtig? Weil ich ja nicht nur einen Kindergarten habe, sondern Tausende, Zehntausende wahrscheinlich. Da wäre es schön, wenn man in den Materialien eine Statistik hätte, haben wir leider nicht drin gehabt. Zehntausende vielleicht und dann wird es richtig, richtig, richtig teuer für den Staat. Ja? Also ich kann erklären, ich nenne den Grund, es entstehen hohe Kosten, ich erkläre, warum entstehen hohe Kosten. Und dann erkläre ich, warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil ich da Steuergelder brauche, weil es Zehntausende von Kindergärten sind und dadurch das Ganze Millionen kosten wird. Und schließlich erkläre ich das Ganze an einem Beispiel. Ihr merkt, ich habe das jetzt hier so getrennt. Das haben wir letztes Jahr schon diskutiert, ich weiß, vielleicht erinnert ihr euch, ich erinnere mich. Wir haben das hier so getrennt, nur damit klar ist, was alles da sein muss. Aber in Wirklichkeit, wenn ihr das ausführt, erkläre ich hier, ich erkläre den Grund, den erkläre ich natürlich am besten gleich am Beispiel. Das habe ich ja vorher auch gemacht. Ne? Ich erkläre gleich am Beispiel, es entstehen hohe Kosten, denn einen Kindergarten zu unterhalten ist natürlich teuer. In einem Kindergarten habe ich 4 Gruppen mit je 15 Kindern oder so. Da brauche ich jeweils 2 Kindergärtnerinnen, die kosten Lohn, ich brauche ein Haus, ich brauche Gruppenräume, ich brauche das, ich brauche jenes. Das heißt, meine Erklärung hier, die mache ich natürlich gleich am Beispiel anschaulich. Also glaubt nicht, dass ihr jetzt hier das so zack, zack, zack erklärt und am Ende klebe ich noch ein Beispiel drauf. Nein, erklärt dieses Argument, erklärt diesen Grund natürlich gleich am Beispiel. Das macht es am allerüberzeugendsten. Das tut ihr sonst auch, wenn ihr mal darauf achtet, wenn ihr mit Freunden, Verwandten, wie auch immer, Lehrern diskutiert. Na, ich erkläre Sachen immer gleich am Beispiel. Warum? Weil es einfach sehr saftig wirkt, sage ich mal, sehr überzeugend wirkt. Na, es wirkt nicht so theoretisch, sondern es ist einfach sehr überzeugend. Ich zeige das jetzt mal, führe das jetzt hier mal an einem Beispiel vor. Das Ganze ist sozusagen ein Kreislauf, das kennt ihr. Ich nehme mal ein Beispiel, das können wir auch noch mal irgendwann diskutieren. Es geht um die Frage, sind eigentlich Schuluniformen sinnvoll? Typische Erörterungsfrage, Schuluniformen sind sinnvoll? Müssen wir jetzt nicht diskutieren. Kann man sich mal kurz darüber Gedanken machen, was sind eigentlich Schuluniformen? Muss soll die verpflichtend sein und so weiter? Sagen wir mal, das ist die Frage. So, und jetzt beginne ich also den einen Teil. Ich habe 2 Teile. Ja, es ist sinnvoll, Schuluniformen einzuführen. Nein, es ist nicht sinnvoll, Schuluniformen einzuführen. Und ich habe jeweils 2 Argumente. Ja? Ich beginne jetzt mit diesem Pro. Es ist sinnvoll, Schuluniformen einzuführen. Das ist meine
Behauptung, These heißt es auch. Was kommt als nächstes? Eine Begründung natürlich. Diese Begründung könnte heißen, es ist sinnvoll, Schuluniformen einzuführen, weil sie die Gleichheit unter den Schülern befördert und damit verhindert, dass Mitschüler ausgegrenzt oder wegen ihrer Kleidung gehänselt werden. Ganz typisches Argument. Ne? Ich werde nicht mehr gemobbt, gehänselt, auf den Arm genommen, weil ich die falschen Klamotten trage. Jeder hat das Gleiche an, weil sie die Gleichheit unter den Schülern befördert und damit verhindert, dass Mitschüler ausgegrenzt oder wegen ihrer Kleidung gehänselt werden. Ich habe eine Behauptung und ich habe einen guten Grund dazu. Jetzt muss ich diesen Grund erklären. Die Hölle, dieser Gong. Egal. Jetzt muss ich diesen Grund erklären. Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll ich denn da erklären? Stellt die Frage. Es soll verhindert werden, dass Mitschüler ausgegrenzt oder wegen der Kleidung gehänselt werden. Was heißt ausgegrenzt? Was heißt gehänselt? Was heißt falsche Kleidung? Warum? Erklärt es mir. Diese Erklärung kann zum Beispiel sein, das ist gerade in der Schule wesentlich, weil Schüler häufig dazu neigen, andere aufgrund bestimmter Markenkleidung zu beurteilen, statt auf den Charakter oder das Verhalten zu achten. Könnte ich noch was zu dieser Markenkleidung erzählen? So ist zum Beispiel das Tragen der Marke XY ganz schlecht, denn die meisten Schüler tragen, was weiß ich, ihr wisst es besser als ich. Ich erkläre auch noch jetzt, warum dieses Argument so wichtig ist. Warum ist das überhaupt wichtig? Wie häufig dies der Fall ist, weiß jeder selbst aus seiner Schulzeit. So stellt das Beurteilen nach Äußerlichkeiten im Ganzen ja eher den Normalfall statt die Ausnahme dar. Wir alle machen das ständig. Und ich kann auch gleich ein Beispiel anhängen, jetzt habe ich es hier so angehängt. So reicht es oft, auch nur das Sweatshirt der falschen Firma zu tragen und bei bestimmten Mitschülern anzuecken. Man wird damit in eine Schublade gesteckt, aus der herauszukommen schwierig oder unmöglich ist. Eine Folge kann sein und so weiter. Ihr merkt, das ist im Grunde dieses Beispiel hier, dieses Sweatshirt-Beispiel, ist eine Erklärung. Also da habe ich einen ganz engen Zusammenhang und das ist mir wichtig, ne? Dass klar ist, ich habe das jetzt hier zwar so zack, 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 baukastenmäßig kann ich das zusammenbauen, aber es ist natürlich sinnvoll, dass es ein runder Text ist, dass also Erklärung, Beispiel, Bedeutung einfach so ineinander verwoben sind, sodass man am besten nachher diese einzelnen Schubladen gar nicht mehr erkennt. Ich höre die Frage, welche Reihenfolge soll man nehmen? Soll man immer zack, 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 zack machen? Nein, nicht unbedingt. Die Reihenfolge könnt ihr entscheiden. Dass die Behauptung am Anfang steht, das ist sinnvoll. Okay, aber ich kann natürlich dann auch mit einem Beispiel anfangen. Ja, und das Beispiel dieses Sweatshirt zeigt, dass es sehr schwierig ist, nach der Kleidung beurteilt zu werden, weil es oft zur Ausgrenzung führt. Und das zeigt, und jetzt komme ich erst zur Begründung, dass eine Schuluniform die Gleichheit der Schüler befördern würde. Na? Also, ich kann hier auch die Reihenfolge Beispiel, Erklärung, Begründung oder Erklärung am Beispiel und dann die Begründung oder Begründung, Bedeutung, Beispiel. Also, ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass diese Bestandteile da sind, diese fünf Sachen, dass ich also quasi was die Behauptung ist, das sollte am Anfang stehen, dass ein vernünftiger Grund deutlich wird, dass ich diesen Grund erkläre am Beispiel und zeige, warum der wichtig ist. Das alles nennt sich Ausführung eines Arguments. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich ein Argument gut ausgeführt. Ihr merkt, es ist eine Menge Arbeit. Wenn ich ein Argument ausführe, brauche ich ungefähr, je nach Schriftgröße, immer kompliziert, ihr wisst es selber, aber ungefähr eine halbe Seite. Wenn es kürzer ist, ihr kennt den Satz von mir vom letzten Jahr, wenn es kürzer ist, dann fehlt was. Ihr könnt nicht das alles vernünftig machen und das Ganze ist dann drei Zeilen lang. Das funktioniert nicht. Da fehlt einfach irgendwas oder es ist so kurz, dass es eigentlich nichts taugt. Also rechnet damit, eine halbe Seite brauche ich mindestens, eher ein bisschen mehr, wenn ich ein Argument vernünftig ausführe und da alles Wesentliche drin ist. Hausaufgabe. Den Termin für die Hausaufgabe schreibe ich in die Aufgaben rein, Abgabetermin. Nicht, dass ich hier wieder was Falsches erzähle wie letztes Mal, tut mir leid. Hausaufgabe. Aus eurer
Stoffordnung, die ihr mir geschickt habt oder die ich noch kriege, noch war gar nicht Abgabetermin, also wenn ich das jetzt hier mache, aus eurer Stoffordnung zu diesem Kindergarten, bastelt ihr bitte eine Gliederung. Das ist hauptsächlich Schreibarbeit, denn mit der Stoffordnung habe ich eigentlich alles im Kopf. Ihr bastelt erstens eine Gliederung und zweitens nehmt ihr euch dann entweder die Seite dafür oder dagegen aus und führt zwei Argumente aus. Entweder die dafür oder die dagegen. Ihr müsst die erstmal noch nicht miteinander verbinden, denn bei der Gliederung sieht man schon, es ja, soll ja am Ende alles ein runder Aufsatz sein, alles miteinander verbunden sein. Das lassen wir erstmal noch. Nehmt einfach nur dieses Argument und führt es aus, so wie wir es hier gemacht haben. Ja, also Hausaufgabe. Erstens aus dieser Stoffordnung zum Kindergarten eine Gliederung basteln und zweitens zwei Argumente ausführen. Ich wünsche euch, naja, viel Spaß damit. Ihr kriegt das hin. Das Ganze schickt ihr mir dann wieder bitte. Abgabetermin steht in den Aufgaben. Alles Gute und bis bald.